Bi-Fachkräftemangel, Bi-alleingelassen, Bi-Berliner Jugendamt. So stand es auf dem Plakat vor ziemlich genau einem Jahr, als die Jugendamtsmitarbeiter demonstrierten. Wie unhaltbar die Situation war, hatte uns damals eine Mitarbeiterin im Jugendamt Marzahn-Hellersdorf geschildert. Dadurch, dass wir so wenige sind, müssen wir zu zweit, zu viert, 5 Krisen am Tag manchmal stemmen. Das lässt sich nicht machen. Man muss dann anfangen mit einer Prioritätenliste. Und das kann man eigentlich nicht mit sich vereinbaren. Da geht man abends nach Hause und denkt, war das jetzt richtig, dass ich heute zuerst zu dem 6 Monate alten Baby gefahren bin in der vermüllten Wohnung? Oder hätte ich doch lieber zu der 6-Jährigen fahren sollen, die eventuell täglich missbraucht wird? Anja Schauer war das. Damals hatte sie noch Hoffnung, dass es besser werden könnte. Jetzt hat sie gekündigt. Spuren des Protests vor dem Büro von Anja Schauer. Ihre Kollegen und sie sind so etwas wie die Feuerwehr des Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf. Ein harter Job, täglich konfrontiert mit Verwahrlosung wie hier oder mit Gewalt gegen Kinder oder Missbrauch. Zu ihrem Beruf fühlt sich die Sozialarbeiterin dennoch berufen. Ich weiß ja, die Welt ein bisschen besser machen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kinder, die wir hier haben und die hier leben, die stehen am Rande. Und die wir hier im Bezirk haben, das sind eben die verloren haben und die es auch immer geben wird. Und ich habe vielleicht gedacht, dass ich da so ein kleines Stückchen helfen könnte. Ein Beruf mit viel Verantwortung, etwa wenn Nachbarn oder Polizei oder Kammerjäger das Jugendamt alarmieren. Wenn Schauer und ihre Kolleginnen zum Beispiel ad hoc entscheiden müssen, ob Kinder besser andernorts untergebracht werden. Dann fahren wir zusammen in die Mutter-Kind-Einrichtung. Dass das Land bei den Schwächsten, nämlich am Kinderschutz, spare, empöre sie, sagt Schauer. Der Preis ist, dass sie sich dann darüber aufregen, dass vielleicht im Supermarkt jemand geklaut hat, Kinder nicht zur Schule gehen oder eine Bande von Jugendlichen wieder Rentner überfallen hat. Das ist das, was dann vielleicht dabei rauskommt. Oder Eltern ihre Kinder schlagen, manchmal auch totschlagen, missbrauchen. Und dann wird das Jugendamt verantwortlich gemacht. Seit Jahren begleiten wir Proteste der Jugendamtsmitarbeiter, die vielerorts extrem überlastet sind, weil Personal fehlt. Immer wieder Demos für bessere Bezahlung, denn viele Stellen sind unbesetzt, weil Jugendamtsmitarbeiter vergleichsweise schlecht eingestuft sind. Schließlich sogar Warnstreik in Schauers Behörde und vor der Senatsverwaltung Proteste gegen die Personalmisere. Das führt dazu, dass wir selber krank werden, dass wir gestresst bei der Arbeit nicht mehr in der Lage sind, den Kinderschutz zu gewährleisten. So wurde auch Schauer ernsthaft krank. Derweil brachten die Proteste zwar einen neuen Tarifvertrag, laut Schauer aber wenig Besserung. Da weiß man oder merkt man einfach, wie von Seiten der Politik schnell gesagt wird vor der Kamera oder in der Zeitung, dass man hier ganz viel Wertschätzung und mehr Personal und bessere Bezahlung an die Kollegen herantragen müsste, aber getan wird letztendlich dann nichts. Schließlich im Kreis ihrer Familie die Entscheidung hinzuschmeißen. Ab April arbeitet Anja Schauer als Beraterin in einem Kinderschutzverband. Ja, ich gehe schon mit lachendem und weinendem Auge. Ich wäre sicherlich auch nicht auf die Idee gekommen zu gehen, würde es meiner Gesundheit besser gehen und wenn die Bedingungen hier besser. Würden wir in einem Team arbeiten mit 10 bis 15 Kollegen, hätte ich wahrscheinlich nicht überlegt zu gehen. Man schafft es einfach nicht, die Arbeit. Und bei solchen Bedingungen helfen dann auch nicht mehr Stellen, weil da will schlicht keiner arbeiten. Neu geschaffene Posten bleiben derzeit oft unbesetzt. Wir waren einen Tag im Jugendamt Marzahn-Hellersdorf und ich muss es dazu sagen, was Sie jetzt sehen, ist nicht der Beitrag vom letzten Jahr, obwohl es genauso wirkt. Morgenrunde des Kriseninterventionsteams, der schnellen Eingreiftruppe des Jugendamts Marzahn-Hellersdorf. Allmorgendlich laufen hier Meldungen ein von besorgten Nachbarn, Erziehern, Lehrern oder der Polizei. Ich habe vom LKA eine Mitteilung bekommen, dass gegen einen Vater zweier Mädchen laufe ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften. Einmal eine Meldung aus der Schule. Kind ist 9 Jahre alt. M kam auf mich zu mit einem Stift und stieß ihn in meine rechte Brust. Alle anderen wissen, was zu tun ist.
In jedem der Fälle ist möglicherweise Gefahr im Verzug. Deshalb müssen sich die Jugendamtsmitarbeiter möglichst sofort vor Ort ein Bild machen. Lisa Brittin und Lilian Malanowski besuchen eine Familie unangemeldet. Nachbarn haben permanentes Schreien eines Kleinkindes angezeigt, was auf Gefahren hindeuten könnte. Gerade bei einem Kleinkind, was viel schreit, kommt es natürlich oft vor, dass Mütter dann mit diesem Schüttel jetzt rechts abbiegen. Reflex versuchen, das Kind still zu bekommen, was ja dann auch meistens gelingt, aber natürlich dann mit dem Tod des Kindes auch einhergeht oder mit massiven Behinderungen. Verwahrlosung, Hunger oder Missbrauch könnten weitere Erklärungen sein. Um das gut einschätzen zu können und wegen der großen Verantwortung, aber auch wegen möglicher Gefahren, gehen die Krisenhelfer möglichst zu zweit. Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, machen Sie uns mal bitte die Tür auf. Natürlich. Danke. Doch hier stellt sich schnell heraus, eine sehr fürsorgliche und liebevolle Familie, ohne jegliches Anzeichen, dass das Kind gefährdet sein könnte, wie das die Anzeige des Nachbarn nahelegt. Verstehen Sie sich nicht gut mit ihm? Naja, er möchte es halt gern ruhig wahrscheinlich im Haus haben. Und sobald unser Kind mal weint oder halt auch mal länger weint, weil sie halt zum Beispiel ihre Zähne kriegt, sie hat in letzter Zeit viele Zähne mit einmal bekommen und hat dann halt oft geweint, weil die natürlich wehgetan hat. Okay. Vielen Dank, dass Sie uns reingelassen haben. Ja. Diesmal Fehlalarm. Doch allzu oft sind Kinder derart gefährdet, dass Sozialarbeiter sie sofort aus der Familie herausnehmen müssen. Manchmal, so Regionalleiterin Heike Hake, wollen Eltern ihre Kinder aber auch loswerden. In einem Kinderwagen wurde Weihnachten ein Säugling einfach im Jugendamt abgegeben. Die Mutter hat gesagt, sie würde nicht mit dem Kind in eine Mutter-Kind-Einrichtung gehen. Sie möchte das Kind aber auch nicht behalten, weil es immer zu so viel schreit und hat es dann hier gelassen und bis heute auch nicht wieder abgeholt. Das Kind wurde untergebracht in der Einrichtung. Das ist leider oft so. Derweil müssen immer wieder Dienststellen wegen Personalmangels teils für Wochen schließen, kann das Jugendamt dort nur noch in akuten Notfällen eingreifen. Die Betreuung von Familien, die Zusammenarbeit mit Schulen oder Kitas ist dann kaum noch möglich. Familien bleiben auf der Strecke. Letztendlich, das Kind geht nicht zur Schule, hat keinen Schulabschluss, hat keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt und hat eine Lebensperspektive vor sich, die eventuell Hartz-IV-Bezug ist. Es birgt natürlich im Extremfall die Gefahr, dass sie irgendwann aus der Familie genommen werden müssen, weil es überhaupt nicht mehr zu leisten ist oder weil die Gefährdung so hoch ist, dass wir sie nicht in der Familie belassen können. Sie haben ein soziales Risiko in ihrer Entwicklung, dass die Muster ihrer Familien weiterleben und in den nächsten Generationen das Gleiche wieder passieren wird. Gordon Lemm ist Jugendstadtrat in Marzahn-Hellersdorf. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Herr Lemm, wir kommen uns ja hier so ein bisschen vor wie eine Schallplatte. Wir erzählen alle halbe Jahre die gleiche Geschichte. Warum wird das nicht besser? Man muss sagen, ein Stück weit ist es besser geworden. Das haben sich tatsächlich die Zahlen der Mitarbeitenden erhöht. Allerdings nicht so, wie wir uns das wünschen. Es gibt im Land Berlin aktuell 100 Stellen, die unbesetzt sind. Bei uns im Bezirk 10. Wir haben jetzt 8 im Besetzungsverfahren. Wir hoffen natürlich, dass so viele wie möglich dort bleiben. Aber es bleibt dabei, es wird nur eine gute Situation entstehen, wenn es ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und Sie finden, nicht nur Sie, aber in allen Bezirken nicht genügend Leute für die Stellen. Das ist ja nicht nur bei Jugendamtsmitarbeitern so. Es ist zum Beispiel, ich nehme was ganz anderes, in der IT ist das auch so. Ich kenne jetzt die konkreten Zahlen von Berlin nicht, aber ich vermute, in den Behörden wird es so sein wie in jeder Firma. Da zahlt man den IT-Mitarbeitern ganz besonders viel, weil sonst kriegt man keine. Warum geht sowas denn bei Jugendamtsmitarbeitern nicht? Es geht ja zum Teil. Es wurde ja auch im Beitrag gesagt. Aber warum demonstrieren die dann immer, dass sie zu wenig Geld kriegen? Genau, ich sage ja, es gab jetzt eine Tariferhöhung. Das hat das Land Berlin ja auch durchgekämpft. Das war ja auch nicht schwer. Die wirkt jetzt ab 1.1.20. Die ist noch nicht bei allen sozusagen auf dem Konto. Das dauert dann auch mal eine Weile, bis es dann ankommt. Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, aus Sicht der Mitarbeiter dann durch den Wegfall von gewissen Zulagen auch gleich wieder zumindest teilweise aufgefressen? Die wird ja teilweise, aber es bleibt trotzdem deutlich mehr im Portemonnaie. Ich muss auch sagen, wir hatten uns natürlich mehr gewünscht. Das spreche ich auch für alle Jugendstadt. Und natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war das, was verhandelbar ist. Und es ist auch eine erste Form der Wertschätzung. Ich möchte aber auch noch mal sagen, dass das Wichtigste, wirklich das Wichtigste, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, ist natürlich das Geld, weil es eine Frage der Anerkennung ist. Aber es geht auch darum, dass die ihre Arbeit ordentlich machen können. Und das ist dann auch die Frage der Fallbelastung. Das ist der wesentliche Aspekt. Ja, aber es dreht sich ja immer im Kreis. Ne? Die Fallbelastung hängt davon ab, wie viele Mitarbeiter habe, wie viele Mitarbeiter ich bekomme, hängt davon ab, wie viele Bewerber ich habe. Die wiederum kommen nur, wenn der Arbeitsplatz ordentlich aussieht. Warum ist Berlin nicht in der Lage,
irgendwann mal zu sagen, gut, wir wollen das jetzt. Bei Grundschullehrern wollten wir es doch auch. Da haben wir auch einen Riesenzuschlag gegeben. Warum sagen wir nicht, aber, und das ist uns wichtig, das sind immerhin Kinder. Also bin ich ganz Ihrer Meinung, wie gesagt, da sind wir ans Tarifrecht gebunden. Es ist jetzt eine neue Eingruppierung erfolgt. Wir gehen, also das Land Berlin geht tatsächlich auch neue Wege. Wir sind dabei, Studierende auch näher und schneller an uns zu binden. Wir haben Stipendien ausgelobt, also das Land Berlin. Wir haben auch duale Studiengänge. Es kommen jetzt tatsächlich auch neue, frische Kräfte bei uns ins Jugendamt. Das wird wirken, aber es hat noch nicht den erwünschten Effekt gehabt, weil es jetzt erst beginnt. Ich will ja immer gerne Optimist sein. Insofern hoffe ich, dass wir das zum letzten Mal besprochen haben, Herr Wellem. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen.